Und damit good morning in the morning und herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog. Heute ist ein Tag, ja, den will man nicht jeden Tag im Jahr haben. Wir müssen im Internat einmal im Jahr immer unser Zimmer ausräumen, dann wird das alles geputzt und wir können es wieder einräumen. Und das Problem ist, ich glaube, dieses Jahr sah mein Zimmer noch nie so schlimm aus wie jetzt gerade. Und das ist nicht so ein gutes Timing, weil überall liegen Klamotten rum, das Regal sieht doch nicht ordentlich aus, mein Schrank stürzt gerade komplett ab. Und das ist nicht geil. Und dann gibt es noch eine kleine Problematik. Wir haben im Internat jeder unseren eigenen Kühlschrank, also so verschiedene Fächer. Und ja, das Problem ist, wenn man da mal so Sachen drin ablagert, dann kann das ganz schnell auch mal ein bisschen länger da drinnen bleiben. Und am Ende des Jahres sollten wir das immer mal auswischen. Und irgendwie habe ich nicht so richtig Lust da reinzugucken. Aber man muss fairerweise sagen, ich bin nicht das komplett das einzige Problemkind, was das angeht. Yara hat da auch so eine kleine Kultur gezüchtet. Oh, das geht sogar. Kannst du eigentlich noch essen, oder? Boah, mach doch zu, hä? So, bevor ich mich jetzt aber um das Chaos hier kümmere, gibt es heute noch einen kleinen Recovery Run, bevor es dann erstmal in 2 Tage Pause geht, denke ich. Und wirklich chillen, aka Reisetag. Da habe ich schon richtig Bock drauf. Ach nee, morgen ist erst Freitag, übermorgen. Also 3 Tage vielleicht sogar. Mal gucken. Ich gehe jetzt auf jeden Fall rennen, ich hab Bock. So, eigentlich ist es jetzt noch ziemlich unsmart. So ein Recovery Run / entspannten Run mit den Schuhen jetzt zu machen. Aber ich muss halt einfach erstmal hier ein bisschen einlaufen, ein bisschen rumprobieren. Ja, und so macht Rennen einfach viel mehr Spaß, muss ich ehrlich sein. Ich gucke jetzt so, dass ich so eine Dreiviertelstunde rennen gehe. Ganz entspannt. So, ich renne jetzt ungefähr eine halbe Stunde und ja, okay, gammel halt mit einer 6,20er Pace rum, aber dafür muss man sagen, fühlt sich das extrem schonend an. Gerade für die Gelenke und die Waden auch, ist es sehr entspannt, also sehr druckslos irgendwie. So, nach dem Rennen frisch geduscht und wieder mit Energie gefüllt, geht's jetzt ran ans Zimmer ausräumen. Und es gibt so ein paar Sachen, die ich nochmal kurz erwähnen möchte. Zum Beispiel Nummer 1 direkt. Hier der Kollege. Das Licht hier, das ist richtig huge. Auch wenn das jetzt im Sommer nicht so wichtig ist, das die ganze Zeit einfach hier rumstehen zu haben. Weil immer, wenn ich am Schreibtisch mal irgendwie ein bisschen Licht brauche, muss ich das nicht immer aufbauen. Weil man muss schon sagen, prinzipiell ist das ein relativ trashiges Licht. Aber es macht Licht und das sieht eigentlich auch immer ganz gut aus. Dann haben wir hinten drin da ein ganz geiles Bild eigentlich. Also ein richtig cooles Bild. Das ist von vor zwei Jahren am Galli. Das ist, finde ich, echt sehr, sehr cool. Das mag ich. Und dann muss ich zum Glück mein Gigachat-Regal hier nicht rausräumen. Ich glaube, sonst wäre ich komplett am Arsch gewesen. Hier sind noch so ein paar Sachen, wie dieses übelst geile Snickers-Schild. Vor allem, ich habe es jetzt nicht angesteckt, aber das leuchtet, also das hier drinnen, das leuchtet. Das finde ich sehr cool. Vielleicht kann ich das nächstes Jahr irgendwie mal an die Decke hängen oder so. Irgendwas Cooles damit machen, um das mal ein bisschen mehr zu appreciaten. Hier hinten Startnummer von der EOF. Auch sehr, sehr geil. Ja, die habe ich immer noch stehen, die Kollegen. Mal gucken, ob der Moritz die haben möchte oder so. Und hier unten, das möchte ich auch nächstes Jahr ein bisschen noch verbessern. Dass ich sozusagen, ja, mein ganzes Technikzeug ein kleines bisschen aufgeräumter wenigstens habe. Weil eigentlich ist das vom Platzmanagement hier richtig geil mit dem Regal. Aber vielleicht mache ich da irgendwie noch einen Zwischenboden rein oder so, damit das nochmal ein Stück geiler wird. Hier unten haben wir zum Beispiel noch ein bisschen Nebelflüssigkeit. Ja, für die Nebelmaschine, die ich zum Beispiel auch in dem Shot hier verwendet habe. Oder in dem. Das ist auch ein extrem cooles Ding. Also, aber jetzt fange ich als erstes erstmal an, die ganzen Kollegen hier ein bisschen aufzuräumen. Die Schuhe zu gucken, welche ich mit nach Sizilien nehme und welche nicht. Oder besser gesagt, welche ich mit nach Hause nehme. Es ist halt einfach nicht viel Zeit. Also es sind nur 2 Wochen, da muss ich nicht wirklich viel mitnehmen. Da brauche ich vielleicht ein paar Laufschuhe, ein paar Freizeitschuhe und ein paar Adiletten oder so. Oder vielleicht noch einen Helm und Radschuhe oder so.
Aber viel brauche ich da nicht. Ich finde es ein bisschen scheiße, dass wir jetzt ausräumen müssen. So, ich bin so halbwegs fertig. So, die letzten Sachen mache ich noch morgen. Zum Beispiel das ganze Kamera-Equipment mitnehmen. Gucken, was ich mit nach Sizilien nehme. Der Gimbal ist immer relativ heavy. Aber ja, mal gucken. Muss ich noch entscheiden. Hier hinten habe ich alles weggeräumt. Hier ist auch eigentlich alles weg. Schreibtisch muss noch aufgeräumt werden und dann war es das für heute. Noch ein anderes Thema, was ich ganz kurz anreißen wollte, ist der Edit von den Videos. Also ich muss sagen, ich habe eine ziemlich krasse Entwicklung bei mir gemerkt, was ein Edit angeht. Auf der einen Seite, natürlich werden die Videos ein ganz kleines bisschen weniger von der Qualität, aber all in all ist es trotzdem noch voll solide, finde ich. Und der Unterschied, was die Zeit vom Editen von den alten Videos und den neuen Videos angeht, ist komplett crazy. Ich fange jetzt an zu editen ein neues Video und werde wahrscheinlich in anderthalb spätestens 2 Stunden fertig sein. Was damals bei den alten Videos, egal bei welchen, beim kürzesten Vlog, den ich geschnitten habe, habe ich gefühlt trotzdem 8 Stunden dran geschnitten. Und das ist so eine kleine Entwicklung auch für die Zukunft, wenn ich mal keine Daily Vlogs mehr machen sollte, dass ich allgemein die Videos viel schneller hinbekomme, auch aufwendige Videos. So kleinere Edits, ganz viele schnelle Edits, die lernen allgemein richtig gut die ganzen Shortcuts und so und einfach effizienter zu werden. Das ist auch noch ein Punkt, den ich richtig geil finde. Und damit war es aber auch schon mit dem Video gewesen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Jetzt geht's bald wirklich in die Ferien. Darauf habe ich richtig Bock. Morgen ist noch der letzte Schultag, also basically nur Zeugnisausgabe. Und danach geht's nach Hause und dann werde ich mich richtig für die Ferien ready machen und für den Urlaub. Und dann geht's übermorgen ab nach Sizilien. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Bis morgen.